es war jetzt gar nicht so sehr, dass mir die Konzerte fehlten, natürlich auch, aber da war ich dann auch irgendwie froh, dass man nicht also komplett narzisstisch gestört ist und jetzt sofort unter Applaus Entzug so stark leidet. Ich fand eigentlich eher doch diese soziale Isolation, die hat mir irgendwann wirklich zu schaffen gemacht. Und man hat ja auch beruflich so viel Kontakt mit Menschen, mit Musikern, mit dem Publikum, und dann sollte man sich ja auch möglichst privat mit niemandem mehr treffen. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass das nagt jetzt an mir. Ich habe jetzt Erfahrung gesammelt mit Online-Konzerten. Davon habe ich fast 20 Stück mit einem Quartett gemacht über mehrere Wochen. Das war definitiv eine neue Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich sie schön fand. Also in einem leeren Saal vor Kameras zu spielen, wo ein kleines Aufnahmeteam sitzt, das ersetzt das Publikum nicht. Das war ein sehr steriles Gefühl, beziehungsweise es war auch so ein sonderbares Gefühl. Man hat die Konzertkleidung an, aber da ist ein leerer Saal. Also eigentlich ist man optisch in einer Probensituation, muss aber jetzt eine Konzertsituation darstellen. Und was eigentlich vielleicht ja irgendwie auch schön ist, ich habe erstmal gemerkt, wie wichtig das Publikum ist. Also wirklich, wie wichtig, ne? Also diese zwischenmenschlichen Schwingungen, die einfach im Konzert da sind. Und da sitzen jetzt diese Leute erwartungsvoll und die kennen das noch nicht. Und also es macht wahnsinnig viel aus, wenn das Publikum nicht da ist, ne? Ich musste jetzt ein bisschen schmunzeln, als ich jetzt las, dass jetzt ja demnächst wieder auch Flugzeuge voll besetzt werden dürfen, mit dem Argument, dass wenn sie halb voll fliegen, es ja nicht wirtschaftlich ist. Das ist natürlich im Konzertbetrieb überraschenderweise genauso. Der ist ja sogar meistens mit vollen Sälen nicht wirtschaftlich. Und jetzt soll der irgendwie überleben mit, ne, mit halb vollen oder ein Drittel gefüllten Sälen. Zum Teil. Also jetzt hier die Camerata hat auf jeden Fall Hilfen von der Stadt bekommen, auch im Rahmen solcher Hilfen, dass zum Beispiel auch einfach eine Projektförderung nicht zurückgezogen wird, obwohl das Projekt gar nicht stattfinden kann. Und das ist aber auch jetzt alles noch gerade am Laufen. Also da passieren auf jeden Fall Sachen, das jetzt mal auf die Camerata bezogen. Persönlich ist das ja auch schon viel durch die Medien gegangen mit diesen Corona-Soforthilfen, die man dann aber nur für laufende Betriebskosten verwenden darf, ne? Als Musiker hat man nicht so viele laufende Betriebskosten, vor allem dann nicht, wenn der Betrieb gar nicht läuft. Und man lebt von seinem Gewinn als freiberuflicher Musiker. Also dann, und dann so auf Hartz IV verwiesen zu werden, ist natürlich ein bisschen hart. Ja, also das wird ein besonderes Programm, auch für die Hamburger Camerata ist das ein besonderes Programm, weil wir ja in einer reinen Bläserformation spielen. Die Streicher sind bei dem Projekt nicht dabei. Wir spielen ja dort in einer großen Harmoniemusikbesetzung, beginnen ja auch ganz klassisch mit der Ouvertüre zu Così fan tutte, weil, also wenn ich da ein paar Worte zu sagen soll, diese Harmoniemusikbesetzung, die hat ja vor allem ihre Tradition im 18. Jahrhundert gehabt, als eben gerade auch wenn Komponisten Opern komponiert haben, haben die dann gerne solche Bläserformationen durch die Höfe geschickt, um Werbung für ihre Opern zu machen. Und die haben dann immer ein Best-of, also die schönsten Melodien aus den Opern gespielt, in der Hoffnung, dass der Fürst oder was dann sagt, ich kaufe jetzt die ganze Oper und die soll jetzt hier bei mir wirklich gespielt werden. Es gab ja damals noch keine anderen Vervielfältigungsmethoden. Also da kommt diese Tradition her. Das ist auch sehr festlich und ne, dieser Bläserklang und dann eben diese schönen Opernmelodien. Im zweiten Teil spielen wir den Nussknacker von Tschaikowski, da also auch so ein Best-of draus, schöne Melodien, auch toll arrangiert. Und in der Mitte, da sind wir natürlich jetzt ganz gespannt, kommen dann Arrangements von Per Beierlein, wo wir noch gar nicht wissen, was auf uns zukommt. Man sagte mir nur im Stile von Bon Jovi und Beatles. Also das wird dann also auch für uns musikalisch natürlich mal ein richtiger Fremdgang sein. Aber wir freuen uns darauf und sind sehr gespannt. Ich glaube, es wird ein sehr abwechslungsreiches Konzert.